Was war das für ein Geräusch? Ich gebe euch bis zum Ende dieses kleinen Podcasts Zeit und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was das war. Und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem zweiten Podcast. Und da der erste doch relativ gut ankam, verhältnismäßig mittlerweile, da ich ja in letzter Zeit ein bisschen inaktiv war, dachte ich mir, warum nicht fortsetzen und einen zweiten machen. Und abgesehen davon, dass ich eigentlich richtig mies drauf bin, da meine verdammte iPhone X-Hülle mein iPhone an den Seiten komplett zerkratzt hat, ich könnte kotzen, dachte ich, mache ich einen weiteren Podcast. Und zwar diesmal, da mir in der Schnelle jetzt kein Thema eingefallen ist, über eine Website, beziehungsweise das Thema Facts about me. Wisst ihr, wie diese ganzen Beauty-Girls da das machen? Oder so ein Sammy Slimani machen ja auch immer so 20 Facts about me. Eigentlich jeder YouTuber muss mal so ein Video gemacht haben, seien wir doch mal ehrlich. So ein Random Facts-Ding oder eine Chubby Bunny Challenge oder keine Ahnung. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen dachte ich, guckst du mal 2 Minuten auf Google, was du so da findest an Fragenkatalogen. Die waren jedoch alle ziemlich... Na, ich weiß nicht. Also ich finde, dieser Podcast sollte schon ein bisschen Klasse haben. Und war natürlich ein Scherz. Aber die Fragen sollten natürlich doch ein bisschen anspruchsvoller sein als jetzt, oh, was hattest du letzte Woche an? Oder was ist deine Lieblingsfarbe? Also, naja. Deswegen habe ich eine Seite gefunden, conversationstarters.com. Heißt wohl, dass die Seite dazu da sein soll, wenn man ein Date hat oder so oder eine Konversation beginnen will, irgendwelche Einstiegsfragen zu haben. Und so wie ich das jetzt in den ersten paar Klicks, die ich mir auf diesen Generate Another Random Topic, bla bla, wo war ich jetzt gerade, bin ich hängen geblieben? Jedenfalls die ersten paar Fragen, die ich so gesehen habe, die waren ziemlich annehmbar, ziemlich okay. Deswegen dachte ich, setzen wir uns mal mit der Webseite auseinander. Und derweil trinke ich meinen Pre-Workout-Kaffee, denn in einer Viertelstunde geht's auf ins Training. Es ist mittlerweile schon fast 9 Uhr in 5 Minuten, also 9 Uhr abends. Und ja, so ein doppelter, vierfacher Kaffee ist ja um die Uhrzeit immer eine gute Idee. Deswegen würde ich sagen, lassen wir den auf eine angenehme Temperatur kühlen und starten wir mit der ersten Frage. Ihr müsst natürlich jetzt das Klicken meiner Maus ertragen, aber ich bin mir sicher, ihr werdet das schon schaffen. Okay, what was... ich werde einfach die Fragen auf Deutsch übersetzen, weil die ist auf Englisch und meine englische Aussprache da... Nee, dann verlabere ich mich 1000 Mal und das wollen wir alle nicht. Was war dein erstes Auto? Ich hatte noch kein Auto. Fun Fact, ich habe einen Führerschein gemacht vor 2,5 Jahren mittlerweile. Ja, wie man es so in dem Alter macht. Damals haben auch alle meine Freunde den Führerschein gemacht. Ich kann ohne Witz meine Autofahrten an 3 Händen abzählen. Es waren wirklich ein paar längere dabei, ein paar kürzere, aber alleine, ohne dass jemand eben dran saß, bin ich 4 Mal Auto gefahren. Sogar einmal oder zweimal, besser gesagt, davon ziemlich lange, über 2 Stunden alleine, was auch voll gut geklappt hat. Also ich bin kein schlechter Autofahrer, das habe ich wirklich von allen Leuten bis jetzt auch so gesagt bekommen. Jedoch ist es immer so eine Sache. Also Autofahren, na, wenn du im Auto sitzt, auf die Autobahn fährst oder auch in der Stadt rumfährst, es birgt immer eine gewisse Verantwortung, die du automatisch hast. Und du bist ja ständig eine Gefahr, ja, eine potenzielle Gefahr für andere Menschen, für den Verkehr. Und wenn du dir sowieso nicht so sicher bist, weil du nicht so oft fährst und du die ganze Zeit denkst, oh, jetzt könnte ja irgendwas passieren, ist es echt keine angenehme Situation. Und bis jetzt war ich glücklicherweise auch noch nie wirklich darauf angewiesen, Auto zu fahren. Deswegen, ja, musste ich darunter noch nie leiden oder mich zu irgendwas zwingen und ich bin ganz gut drumherum gekommen. Irgendwann, denke ich mal, wird es auf jeden Fall zum Alltag und dann muss man Auto fahren, aber solange ich mir die Kosten und die Nerven da sparen kann, werde ich es auch tun. Ist jetzt nicht verständlich für jeden, aber ich hasse Autofahren. Punkt. Nächste Frage. Okay. Als du jünger warst, was wolltest du werden, wenn du groß bist?
Und zwar mein erster Job, den ich machen wollte, war Koch. Ihr glaubt's nicht, ich habe jetzt auch überhaupt gar keinen Bezug mehr dazu, aber ich wollte Koch werden, weil ich Essen fucking geliebt habe. Jeder liebt Essen. Ich dachte mir so, was gibt es denn Geileres, die ganze Zeit mit Essen zu tun zu haben, ja? Du kannst das geilste Zeug zubereiten, es dir danach richtig schön reingönnen und damit auch noch Geld verdienen. Also, ne, natürlich so jetzt betrachtet, das ist eine völlig dumme Annahme, aber damals war es echt eine coole Sache und ja, war mein erster Traumjob. Dieses Blablabla, weißt du, ich versuche damit nur meine Versprecher irgendwie so angenehm stilsicher und naja, es ist keins von beidem, aber irgendwie zu überspielen. Aber es klappt nicht und es klingt dann so mega beta und scheiße. Deswegen, nein. Wir werden jetzt in einem Strang durcherzählen und keine Aussetzer, Ems, Es oder dieses Geräusch, was ich eben gemacht habe, benutzen. Nächste Frage. Wie gesagt, ich wollte Koch werden. Danach auch so ein paar Kleinigkeiten noch, die mir durch den Kopf geswitcht sind, wie zum Beispiel Fotograf, Grafikdesigner. Hatte damals auch viel mit einer Beziehung zu tun, die ich damals hatte, so viel sei gesagt. Aber als es dann auch zu Ende ging, habe ich dieses Thema auch relativ schnell wieder vergessen. Okay, was sind deine Hobbys? Gut, diese Frage müssen wir, glaube ich, nicht allzu lange ausführen. Hauptsächlich Krafttraining. Ich habe früher getanzt, wenn das noch nicht einige, das wissen bestimmt einige von euch noch gar nicht. Ich habe nee, was, 7 Jahre, bin ich bescheuert, 3,5 Jahre Standard getanzt. Bis zum höchsten Kurs, hieß damals Superclub. Und irgendwann wurde halt der Kraftsport, das Training immer wichtiger. Und wenn du 5-mal die Woche in der Tanzschule bist und zusätzlich nochmal 5-mal die Woche im Gym und dann noch 5-mal die Woche in der Schule und noch eine Beziehung hast und noch bla, dann ist es wirklich nicht machbar. Und dann dachte ich so, nee, du musst dich für eins entscheiden. Und da ja, ich nenne es mal Freundschaft, die nicht, eigentlich nie vorhanden, aber zwischen meiner damaligen Tanzpartnerin und mir auch irgendwie zu Neige ging und ich nicht mehr wirklich Lust hatte, dahin zu gehen, war die Sache eh ganz einvernehmlich und geklärt. Aber ich habe früher viel getanzt, ich mag es jetzt auch sehr gerne selbst noch. Also wenn jemand von euch da draußen mal Lust hat, flotte Salsa oder eine langsame romantische Rumba mal zu tanzen, immer her mit den Anfragen, sehr, sehr gerne. Dann kann man noch sagen, ich habe mal ganz lange Musik gemacht, aber was das ist, beziehungsweise welches Instrument ich damals gespielt habe, erfahren wir, ich glaube, eher in einer anderen Folge von meinem Podcast. Gut, gehen wir weiter. Be willing to reduce your lifespan by 10 years to become rich or famous. Okay, also würdest du gerne 10 Jahre weniger zu leben haben, aber dafür reich und berühmt sein. Und ich muss sagen, 10 Jahre, es kommt drauf an, welche 10 Jahre. Ich meine, die Lebenserwartung, seien wir ehrlich, von uns Mitteleuropäern, ja, die letzten 20 Jahren geboren sind, ist, solange kein unvorhersehbarer Krieg oder irgendeine Seuche eintritt, sowieso bei mindestens 90, wenn nicht sogar 100 Jahren, ja. Natürlich vorausgesetzt, man bleibt gesund, man hat keinen Krebs, man hat keine anderen heftigen Krankheiten. Ich könnte sehr gut damit leben, nur 80 zu werden, aber dafür reich und berühmt. Natürlich haben diese zwei Attribute auch ihre Nachteile, aber wenn ich mir aussuchen könnte, die letzten 10 Jahre meines Lebens im Rollstuhl oder lieber gar nicht zu verbringen, also dann nehme ich lieber die 60 coolen Jahre, die jetzt noch vor mir liegen, und dafür bekomme ich mit 80 statt 90 einen Herzinfarkt. Also ich glaube, da werden auch viele von euch, oder da werden eigentlich sehr, sehr viele zustimmen, weil 10 Jahre dement und sabbernd in einem Stuhl zu sitzen und dafür sein ganzes Leben viel besser gelebt zu haben, ist doch mal ein Versuch wert. Oder? Ich glaube schon. Gut, nächste Frage. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Der beste Ratschlag.
Da müsste ich länger überlegen, da fällt mir eigentlich jetzt so schnell nichts ein. Natürlich nimmt man sehr gerne gute Ratschläge an, aber der beste Ratschlag. Stimmt, doch. Also jetzt so spontan, ich weiß nicht, ob es der beste ist, aber der hat mein Leben auf jeden Fall verändert. Und zwar war es damals mein Kinderarzt, der mir mit 13 gesagt hat, hey, wenn du so weiter isst, wenn du so weiter machst, so keinen Sport machst und jetzt die Pubertät doch bald in ein paar Jahren hinter dir lässt, kannst du wirklich übergewichtig werden. Und natürlich damals mit 12, 13, 13 war ich, 14 fast, hört man auch irgendwann auf zu wachsen und dann geht es halt eher in die Breite als in die Länge. Und als mir das mein Arzt dann auch gesagt hat, war ich wie, als hätte mich ein Blitz getroffen. Ja, ein Schalter wurde umgelegt und ich habe sofort gesagt, so kann das nicht weitergehen, so wird es nicht weitergehen. Ich habe 15, 16, 17 Kilo abgenommen. Ich glaube sogar noch ein bisschen mehr bis zum Ende meiner Abnehmphase in Anführungszeichen. Habe angefangen, Sport zu machen, hauptsächlich Cardiotraining, bis zum eigenen Körpergewicht. Und dieser Ratschlag von meinem Arzt damals, der war wirklich, ja, lebensverändernd. Weil ohne ihn wäre ich niemals auf diesen Sport gekommen. Beziehungsweise, wer weiß, was dann passiert wäre, ja. Und natürlich, das ist in dem Alter schon ein Ratschlag, der ja sehr viel verändert hat in meinem Leben. Was ist der schlimmste Film, den du je gesehen hast? Also, ich muss sagen, ich habe Kartoffelsalat nicht gesehen. Das wäre dann wahrscheinlich dieser Film. Aber, der schlechteste Film. Also generell, ich gehe nicht so oft ins Kino, müsst ihr wissen. Wenn, dann gucke ich mir Filme eher auf Streaming-Plattformen an und da kann ich mir eigentlich aussuchen, was ich gucken möchte. Aber so ein schlechter Film. Ich fand, ganz ehrlich, das können jetzt auch viele von euch nicht nachvollziehen, aber den Hobbit fand ich grauenhaft. Ich war im Kino und dachte mir so, als ich raus bin, nein. In 3D, 16 verdammte Euro war das niemals wert. Also im Vergleich zu Filmen wie so Trash-Filmen wie Sharknado oder hier Kartoffelsalat oder irgendwelche anderen, weiß ich nicht, ist es noch immer ein sehr krasser und guter Film. Aber in dem Moment, als ich da rausging, dachte ich so, was hast du dir gerade angeschaut? Das war nichts im Vergleich zu den Herr der Ringe-Filmen davor. Und nee, bitte. Ja, also das war so das Erlebnis, wo ich sage, boah, das war schon ein ziemlich schlechter Film, aber naja. Naja, gucken wir mal, ist mein Kaffee schon einigermaßen trinkbar? Ich werde hier jetzt auch nicht schneiden, also wenn ihr mich jetzt trinken hört und dann mich schreien hört, wie ich meinen Mund, meine Zunge verbrenne, dann ist es halt so. Ich probiere gerade mal. Ah, es geht, aber. Der war zu schnell, der Schluck. Wisst ihr, kennt ihr das, wenn ihr was probieren wollt und dann zieht ihr wolltet eigentlich nur so wirklich so ein ganz, ganz Mini-Schluck, aber dann zieht ihr das so scharf in euren Mund rein, das verbreitet sich komplett dann aus und wie so ein Stechen, dass das eure ganze Zunge penetriert irgendwie. Aber gut. Nächste Frage. Ich denke mal für. Ja, zwei, drei haben wir noch Zeit. Das ist so um die 17, 18, 20 Minuten werden. Gut, weiter geht's. Und zwar, was ist in deinem Kühlschrank? Leute, das ist doch mal eine sehr gute Frage. Lasst uns mal reingucken. Ich muss sagen, ich war vor 2 Tagen einkaufen, beziehungsweise vor 2,5, 3 sogar. Und jetzt ist nicht mehr allzu viel da. Ich kaufe immer so für 4, 5 Tage ein und dann muss ich wieder gehen. Machen wir mal auf. Und zwar finden wir hier noch ganz viel Gemüse. Hört ihr das Brummen überhaupt? Ja, ich glaube, ihr hört's. Genau, also wir haben einmal Käsetortellini, ganz, ganz viel Gemüse für die Tomatensauce, die ich mal dazu mache. Natürlich den Reibekäse, den darf man nicht vergessen. Emmentaler, diesmal gerieben. Und ansonsten Kinderpingui, 2 Energy Drinks, Fruit-Joghurt, weil der war im Netto im Angebot. Und Mozzarella haben wir noch, Körniger Frischkäse, Magerquark und ja, das wäre es eigentlich so ziemlich. Ah, da doch noch eine Himbeermarmelade, nee, Erdbeermarmelade, genau, aber die schmeckt mir nicht. Das ist von so einer Marke, die heißt Main Tail oder so, since 86, aber nee,
Das schmeckt keinesfalls so, als hätten die eine lange Tradition. Schmeckt grauenhaft. Und im Gefrierfach haben wir noch gefrorene Himbeeren. Gut. Natürlich habe ich noch andere Lebensmittel hier rumstehen, wie Cinni-Minis habe ich mir letztens gegönnt. Ultra geil. Also Leute, Cinni-Minis letztes Mal vor 5 Jahren gegessen. Sie schmecken noch immer so wie damals. Richtig, richtig lecker. Die besten Cornflakes, die es gibt. Wären die nicht nur so teuer? Und diese Fake-Dinger, die will man sich doch nicht kaufen, oder? Kauft ihr euch wirklich mal so Fake-Produkte? Fake-Nutella, Fake-Cinni-Minis. Ich weiß nicht, also... Ich meine, bei Milch, bei so Standard-Lebensmitteln, das ist kein Ding. Aber wenn es dann halt um Schokolade geht, holt ihr ja auch nicht die für 20 Cent vom Aldi. Da holt ihr euch ja eine Milka-Tafel wahrscheinlich eher. Oder was von Lindt jetzt nicht unbedingt, aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Dementsprechend gehen wir noch die letzten 2 Fragen durch. Und hier steht, was ist deine Lieblings-Kindheitserinnerung? Also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, da gibt's einige Sachen, wo man sich denkt, ach, die waren echt cool damals. Und zwar, ihr kennt's, früher war man viel mehr bei den Großeltern als heute. Und ein Teil meiner Familie ist in Villingen im Schwarzwald und der andere Teil hier in Karlsruhe, oder was heißt hier, ich bin gerade in Mainz, aber der andere Teil ist in Karlsruhe, wo ich aufgewachsen bin. Und dann war es natürlich in den Ferien immer ein super cooles Erlebnis da, in den Schwarzwald zu gehen. Meine Großeltern, die natürlich in dem Alter mit 6, 7, 8 einem alles geben, was man da möchte. Und in dem Alter mochte man vor allem Süßigkeiten und Sachen, die man halt daheim vielleicht nicht unbedingt jeden Tag bekommen hat. Dementsprechend war ich wirklich super, 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 super gerne bei meinen Großeltern. Den ganzen Tag Fernsehen gucken, so viel Gameboy spielen, wie ich wollte. Alle Süßigkeiten, damals waren wir immer im Müller. Müller kennen vielleicht einige von euch. Das ist so ein Drogeriemarkt, so ein großer. Ich weiß nicht, wie man... Oder Drogerie? Nee, heißt anders. Müller jedenfalls. Und da waren dann immer unten in der Süßigkeitenabteilung, da war alles voll mit geilen Sachen, die... Oh, die mein Herz jedes Mal, weiß ich nicht, wohin explodieren lassen haben. Und natürlich mein Hosengürtel dann auch. Jedenfalls, das war wirklich top, das war super. Dann natürlich aber auch, und das, da kommt jetzt wieder der Nerd in mir hoch, Yu-Gi-Oh!-Karten. Also ihr kennt die wahrscheinlich auch, vielleicht auch die Mädchen unter euch. Das war damals ein Sammelkartenspiel, die gibt's noch immer. Aber hatte so vor 6, 7, 8 Jahren ihren Popularitätshöhepunkt. Schwieriges Wort. Und damals, ne, habe ich auch etliche 100 Euro für diese Papierkarten ausgegeben. Ich habe noch immer so viele auf dem Dachboden in Karlsruhe. Ich hoffe, dass sie in 20, 30, 40 Jahren mal was wert sind. Aber mittlerweile oder momentan ist es einfach nur ein Haufen für Brennholz, Brennpapier. Das einfach rausgeschmissenes Geld war im Nachhinein. Aber so denkt man halt dann in 5 Jahren auch über die Sachen, die man sich heutzutage kauft. Deswegen will ich mir da jetzt mal nichts unterstellen. Naja, das war so wirklich eine der schönsten Erinnerungen, die Zeit bei meinen Großeltern. Natürlich gibt es auch noch etliche andere. Also da will ich auch gar keine Sache irgendwie unterordnen oder überordnen. Aber das war eine der tollsten auf jeden Fall. Gut, dann trinken wir doch mal noch ein Schlückchen Kaffee. Ja, jetzt geht's doch wesentlich besser. Gut, letzte Frage für heute. Was ist dein Lieblingsfrühstück? Also ich finde die Fragen super. Die sind einfach super. Die sind on point. Und zwar mein Lieblingsfrühstück. Eigentlich so gut wie immer... irgendeine Müsli-Art, eine Cornflakes-Art, Milch natürlich, eine Banane, ein Apfel, paar gefrorene Beeren in der Mikrowelle so ein bisschen locker flockig aufgewärmt, dass sie so leicht weich sind, vor allem Erdbeeren, Leute, gefrorene Erdbeeren, bisschen in der Mikrowelle warm machen, ein bisschen aufschmelzen und dann in eure Cornflakes geben. Boah, wie im Sommer, Leute. Ich sag euch, das schmeckt richtig, richtig gut. Und wenn ich dann ganz lustig bin und das Müsli vielleicht doch noch also auch ohne die Zutat, die ich gleich nennen werde, einen sehr hohen Schokoladenanteil hat, mache ich mir auch gerne mal so einen Löffel Nutella da noch rein. Das klingt jetzt mega pervers und ekelhaft, aber Nutella und dann noch so ein schönes Schokomüsli mit
boah, Schokostückchen und Korn, diesen Kakaoflakes und boah, ist das lecker, ja. Sowas zum Beispiel. Zweite Wahl wäre natürlich dann einfach ein Nutella-Brot, irgendwas Kalorienhaltiges auf jeden Fall. Eiweiß am Morgen, viele mögen ja auch eher dann so eine Ei-Mahlzeit. Finde ich auch okay, aber ich bin wirklich der süße Typ. Ich könnte 24/7 nur süß essen und das gilt natürlich auch fürs Frühstück. Das ist ja mein Lieblingsfrühstück. Und wir sind auch jetzt ziemlich genau bei 20, 21 Minuten angelangt. Dementsprechend würde ich sagen, halten wir es doch ein bisschen kürzer als letztes Mal. Und jetzt wisst ihr vielleicht ein paar unnötige oder vielleicht auch nötige Fakten über mich mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet bis zum Ende durchhalten und zuhören. Und ja, wäre cool, wenn ihr einfach mal in die Kommentare schreibt, was ich denn in den nächsten Podcast so von mir geben soll. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich euch. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das anhört. Ich bin Julian und verabschiede euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alter, war das eine verdammt lange Verabschiedung? Was ist mit mir los?